Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es einmal ein Video außer der Reihe, weil ich ja schon öfter danach gefragt wurde. Und zwar geht es um meine Jagdwaffe, den Sula Drilling. Manche Jagdschüler hassen diese Waffe oder haben sie gehasst, andere lieben diese Waffe. Ich gehöre definitiv zur letzteren Gruppe. Jedenfalls, wenn ich im Folgenden dieses Videos von einem Überlebensgewehr oder auch einem Survival-Gewehr spreche, dann meine ich damit ein Mittel zur Jagd und zur Nahrungssuche. Und insofern ich nur eine Waffe mit in die Wildnis nehmen dürfte, dann wäre es definitiv mein Sula Drilling hier von der Firma Sauer & Sohn, respektive das sogenannte Förstergewehr oder ein Förstergewehr, besser gesagt. Es handelt sich dabei um eine Kipplaufwaffe, die drei Gewehrläufe miteinander kombiniert. In meinem Fall sind das zwei nebeneinander liegende Schrotläufe, 1 und 2, und ein darunter liegender Kugellauf. Die beiden Schrotläufe sind im Kaliber 16 und der Kugellauf ist im Kaliber 7x65R, also eine Patrone mit Rand. Dabei befindet sich in meinem rechten Schrotlauf noch ein Einstecklauf, respektive ein sogenannter Fangschussgeber oder auch Reduzierlauf im Kaliber 22 Magnum. Man ist mit diesem Gewehr also durchaus auf alle jagdlichen Situationen und Einsätze, jagdlichen Einsätze vorbereitet, zumindest bis 100 Meter. Mein Drilling hier stammt tatsächlich aus dem Jahr 1967 und ja, er wurde noch im damaligen Westdeutschland oder hier steht drauf West Germany hergestellt oder produziert. Mit anderen Worten ist es so, dass diese Waffe hier wirklich sehr viel erlebt hat, sehr viel Geschichte zu erzählen hat, eine ganz eigene Geschichte aus einer, wenn man so will, längst vergessenen Zeit. Es sei am Rande erwähnt, dass es noch zu DDR-Zeiten so gewesen ist oder so gewesen war, dass man als sozusagen Ostjäger nur eine Flinte, also Schrot, für 72 Stunden ausleihen durfte und die Munition wurde zugeteilt. Es galt damals als ein wirklich großes Privileg, wenn man als Ostjäger auch eine Waffe mit Kugellauf führen durfte oder verwenden durfte. Jedenfalls gehört der klassische Sula Drilling, so wie er hier ist, noch heute zur klassischen jagdlichen Grundausbildung und diese durchaus nostalgischen Waffen, die einst viele tausend Mark gekostet haben, hier vielleicht 3000 Mark damals, jedenfalls sind diese Waffen in der jüngsten Vergangenheit immer kostengünstiger tatsächlich zu bekommen und in meinen Augen macht man mit so einer Waffe definitiv nichts falsch. In meinen Augen ist es das ultimative Gewehr, eben ein echtes Survival-Gewehr, ganz genau. Ja, so viel für das heutige Video. Danke, dass ihr zugeschaut habt und gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Auf bald!